Schönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen, je nachdem, wann ihr schaut, hier in der Mittelalter-Mod. Mit. Well? Ja, genau, das wollte ich. Genau, mit Well? Hier ist ja doch jemand drin. Okay, ich war mir nicht so sicher, ob du das vorhattest. Ja, doch, ich experimentiere immer gerne mal so ein bisschen. Und. Lan? Gleichzeitig. Wie sich freut! Alles so durcheinander rennt! Alles durcheinander redet, keiner weiß, wer gemeint ist, finde ich lustig. Natürlich mit Well, mit Ahn, mit Lado, mit Michi, hi. Hi. Ich bin Schelm, tut mir leid, aber das ist manchmal, habe ich den Schalk im Nacken. Ich freue mich. Ja, so. Das merkt man. Ich glaube, im Mittelalter hätte ich so ein buntes Mützchen auf mit so vier, fünf Enden, wo dann so ein Klingelchen dran ist und so einen ganz bunten Anzug. Wäre der Hof nah und könnte mir alles erlauben. Mhm, genau, eine Harlekin-Mütze. Ja, ganz genau. Hat die Kopfhütterung eigentlich einen festen Namen? Ich will nicht gerade. Weiß das jemand? Im Chat? Also ich müsste jetzt rumraten und das will ich nicht. Ich weiß es nicht tausendprozentig. Vorfel schreibt auch gerade, ja, die Dreiecksblöcke gibt es nur im Kreativmodus. Und ich hatte, ja, frischen Capo habe ich auch am Start. Und ich habe doch sowas noch gesagt, dass es sein kann, ne, dass du die gar nicht selber bauen kannst, sondern... Immerhin haben wir es ausprobiert. Wir haben alles mit denen gemacht. Ich will jetzt alles nicht klar, sterben. Schlaf gut. Nee, ich suche einen Händler. Danke fürs Zuschauen. So, fertig. Ich brauche die nicht, ich suche einen Händler. Was ist denn das da vorne? Oh, ein Händler. Ist heute, da pennt ja jeder? Nein. Das ist aber Farming Merchant. Satteltaschen hätte sie. Und ein Sattel, aber nee. Nein. Das bringt uns ja nichts, wenn wir kein Pferd haben, brauchen wir keinen Sattel. Ich habe, wie gesagt, in der Truhe habe ich noch Sattel und Zaumzeug. Oh nein. Jo, da hinten müsste man höchstens hin. Keine Ausdauer. Sie sind okay. Hier. Ja, Was machen wir denn hier mal? Köchelein mache ich. Danke dir. Es hört sich wie ein Motorrad an. Ja, ne? Es ist ein ganz komisches Geräusch, ne? Ich nehme an, es soll so ein Gespenster-Huibu-Ton sein, aber... Nein, das ist das, da macht man mir nichts vor. Das hört sich an wie Moped. Huibu. Das wäre ja Huibu gewesen. Ich kann das nicht ganz so, meine Stimme bleibt am Werk irgendwie. Ich krieg die Höhe nicht hin, aber Huibu habe ich damals gesehen. Nee, als Langspielplatte hatte gehört. Hatte ich auch als Langspielplatte, ja. Genau. Und das muss man sagen, das ist natürlich Kinderlogik. Huibu hat ja damals diesen schweren Schlüsselbund. Ja. Damit es nicht, weil es ja schweben kann, damit es nicht abgehoben ist und in den Himmel aufsteigt und dann sozusagen weg ist. Deswegen hat der Schlüsselbund das Gespenst immer auf dem Boden gehalten. Achso, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Plan. Ja, jetzt kommt's. Kein Kind hat ein Problem damit, dass dieser Schlüsselbund ja aus festem Eisen ist. Das ist ein Eisenschlüsselbund gewesen. Ja. Dass das Gespenst durch die Wand geht mit dem samt dem Schlüsselbund, war für jedes Kind völlig okay. Gab es keinen Grund zur Kritik. War völlig in Ordnung. Und es war aber jedem Kind klar, ohne Schlüsselbund geht das Gespenst nirgendwo hin. Weil sonst schwebt es ja weg. Das ist Kinderlogik. Ja. Ja. Und es war für mich genauso, ohne Schlüsselbund geht das Gespenst nirgendwo hin. Ja, aber das mit der durch die Wand, dass das nicht geht, damit konntest du mir nicht kommen. Das hat mir nicht eingeleuchtet. Wenn man heute so drüber nachdenkt, naja gut. Aber naja. Ich finde die Idee niedlich, ne? Dass man sagt, oh, das Gespenst, damit es nicht wegschwebt, da brauchst du was Festes, was Schweres, nehmen wir doch einen Schlüsselbund. Hat ja auch nie einen Schlüssel benutzt, das war einfach nur ein schweres Skelett des Gespenstes. War nur Bleigewicht sozusagen, wie beim Taucher. Sag mal, bei diesen Büchern, die man sich selber craften kann, ne? Ja. Kommt da immer random eins raus? Könnte da auch so ein Steinaxtbuch, so ein Eisenaxtbuch rauskommen? Ja, nein, die passen zusammen. Die passen zusammen.
Ja. Da habe ich bis jetzt nur Medizinbücher und Breath oder irgendwie. Aber hier so steht etwas. Nur Page Set 1 von 3 from a book. Mehr steht hier nicht. Und Page Set 2 von 3 from a book. Und Page Set nochmal 2 von 3 from a book. Also du kannst von mir gucken, Workflow im Stream. Ich baue die ganze Zeit nur diese ja, Blätter zusammen. Quasi genau. Und immer nur die zwei selben. Achso, aber bei dem Blatt steht hier auch nicht hinter, für welches Buch das ist. Nein, ich bekomme immer nur dieselben Bücher raus. Naja, okay. Medizin und... Ja gut, okay, dann schade. Das wäre zum Beispiel nochmal eine Verbesserung, ja. Wenn man das schon so doof macht, dass man einen Händler finden muss, der zwingt dieses... Oh, ich sehe nichts, ey. Oh, da muss ich hin. Heisenbergs unschärfe Realität, ganz klar. Ist hier mal sehr schön. Gibt auch ein schönes Märchen, das Schlossgespenst. Ja, das habe ich schon mal gehört, glaube ich. Das Schlossgespenst. Ich hatte diese Schallplatte übrigens sehr, sehr lange und ich habe die immer wieder aufgelegt und die war so verkratzt, die ist so gesprungen und meine Mutter wollte sie mindestens 10-mal schon wegwerfen, weil es genervt hat. Du kannst damit deine Eltern in den Wahnsinn treiben, wenn du so eine kaputte Platte ständig als Kind in voller Lautstärke in dein Kinderzimmer abspielst. Ganz schlimm. Ich weiß auch nicht, wie sie es geschafft hat, die irgendwann zu entsorgen. Da hatte ich wohl meinen schwachen Moment. Ich weiß nicht, woran es lag. Vielleicht hat sie es auch ausgetauscht gegen den Neuen. Ich kann es nicht sagen. Keine Wahrscheinlich Ahnung. Findest du den speziellen Händler tief in dem Biom, in dem der Gaul zu Sauerbraten wurde. Jetzt hör bloß auf. Ich kaufe doch nichts. Die Falle von... ist. Die Falle geht los. Was ist hier? Alarm? Irgendwas ist Alarm, hier. Die Falle. Okay. Ich höre auch Geschrei. Kreischer-Zombies. Kreischer. Oh, Goblins. Und irgendwas anderes. Oh, was ist denn das jetzt? Ah. Ach, Spinnen. Ja, die hat mich gebissen. Was ist denn das? Bitte mich lassen. Spider-Bite. Die Spinne im Hof ist tot. Irgendwo sind schon die Spikes hier ausgegangen an den Seiten, oder? Finde ich gut, dass die Spikes direkt alarmiert haben. Also das gefällt mir jetzt an den automatischen Spikes. Du hörst sofort, wenn Probleme kommen. Hey, well. Du musst was trinken. Oh, ich kann nur zwei Spikes bauen mit dem Holz, was ich geerntet habe. Oh Mann. Was war das denn? Well? Mhm. Wurdest du überrascht oder was ist los? Das kann man so sagen. Das ist ganz ziemlich überraschend. Ich hatte nicht mehr viel Leben und dann bin ich einfach gefallen. Ich habe so eine Art Erdloch gefunden, in der ein Kochtopf drin war und eine Kiste mit 1000 Goldstücken. Cool. Wenn ich da jetzt nicht leider verreckt wäre, wäre es noch cooler irgendwie so. Weil ich bin beim Rausgehen gestorben halt, weil es ist scheiß dunkel und da ging es halt steil runter. Ist ärgerlich, ist das.
Na, ich habe vorher halt gut was auf die Nase bekommen. Okay. Okay, ich glaube, ich habe alles gelootet, was draußen war. Ich bringe mal die Beute in den Bau. Hier können auch neue Händler spawnen dann, oder? Also es muss dieser Smithing-Händler sein, meint ihr? Also General Foods oder sowas kann es ja nicht sein, ja. In Sahne. In Sahnenabend. Ja, wie der Chat immer vor Mitgefühl platzt, Jimmy Dings, ich weiß auch. Ich würde es aber nicht anders machen. Insofern ist das in Ordnung. Hoffen wir das Beste, ne? Wer hechelt mir denn da ins Ohr? Ich glaube ich. Bist du denn hier bei mir? Nee, du bist gar nicht bei mir. Jan muss dir ins Ohr hecheln. Mhm. Ich bin im Hof. Aber ich hechel nicht, ich hau gerade was kaputt. Also so weit dürfte ich eigentlich nicht hecheln. Das wäre schon unheimlich. Sie ist positiv, du bist gefallen und nicht verbrannt, ja. Ich glaube, das ist auch etwas, das man auch nicht wieder los wird, ne? Kann das sein? Asa, nee, kennst du das? Nee, das kannst du vergessen. Bleib drin. Kannst du knicken. Ich freue mich auf das nächste Hardcore-Event. Eins weiß ich. Für die Alpha 17 muss ich dir anscheinend nochmal ein Survival Pack für 7 Days machen. Da kommen ganz viele Feuerschutzmaßnahmen rein. Rauchmelder, sagt Teni gerade. Ja, Rauchmelder, genau. Ja, den musst du dir dann vorne ans Knie binden und wenn der losgeht, bist du zu dicht am Feuer. So sieht's aus. Ich weiß auch nicht. Also ich glaube, im nächsten Hardcore-Event werde ich jedes Campfire auf jeden Fall aus dem Woodframe stellen. Einfach nur so aus Prinzip. Ah, dazugelernt. Ja, normal brauchst du es ja normalerweise nicht. Mache ich immer so. Genau aus diesem Grund. Ja? Weil ich mich auch mindestens am Anfang bestimmt 10-mal selbst abgefackelt habe. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, das machst du nie wieder. Stellst du die alle auf den Protest. Ich hatte das überhaupt auch gar nicht mehr auf dem... Das hätte jetzt nichts an der Sache geändert. Ich hatte das gar nicht mehr auf dem Plan irgendwo, dass man sich selbst anzünden kann da in 7 Days. Okay. Mit dem Kaffee. Also man könnte sagen, weil das kam kommt überraschend. Halt, das kam halt nicht, kommt halt nicht wirklich häufig vor. Ja, also in erster Linie... Boah, der hat sich immer gut versteckt, der Spike. In erster Linie wollte ich ja gar nicht... Ich wollte mich da gar nicht raufstellen. Mhm. Also selbst wenn man, weiß ich nicht, das war, es kamen viele Sachen gerade zusammen. Du weißt, wie sowas ist. Ja, ich kenne das. Ich habe deinen Tod, Rose, schlaf gut. Ich habe deinen Tod ja auch nicht so richtig verstanden, weil da bist du, ich fand auch extrem, du hast dich da viel zu, ja, viel zu lange aufgehalten inmitten dieser Zombie-Gruppe irgendwie für meinen Geschmack. Ich hab den Geier warum, verfehlt. Und warum ich du dann, ja, aber warum hast du versucht, den Geier, weißt du, du hast den Geier selber eingestellt. Du weißt, da darfst du mit dem Knüppel wahrscheinlich 350 Mal draufhauen. Was hätte dir denn diese eine Schlacht gebracht? Das habe ich mich gefragt. Anstatt da anstatt einfach zu gehen. Das habe ich zum Beispiel nicht verstanden. Es ist ja egal, wo du hingehst. Du hast überall Gegner. Ich wollte einfach an dieser Stelle alle Gegner töten, damit ich Ruhe habe. Das war die Intention. Aha, also du wärst dann noch weiter geblieben. Okay. Ja, ja, klar. Das sah recht aussichtslos an der Stelle aus. Also so. Nein, nein, ich habe mir da schon Chancen ausgerechnet. Okay. Gut, Realität und Fiktion klar. Sind manchmal aber, nicht dieselben, aber... Wie gesagt, du, wenn andere 30 Pfeile auf den Geier abschießen und du mit einem Knüppel ankommst, das weißt du doch selber, dass das nicht gehen kann eigentlich irgendwie, ne? Ich war siegessicher. Okay.
Gedanklich Gott, hatte ich den schon gerupft und in die Suppe geworfen. Das, also. Nee, okay. Das, ich finde es, also ist okay. Ne? Das finde ich, in Ordnung. Es kann ja sein, dass ich das völlig an den Haaren herbeigezogen wird, wo er sagt: Mann, Astrak, ey, das war jetzt auch ein bisschen über. Aber ich habe gedacht, das schaffst du, kein Thema. Ja, eigentlich ist das nicht mehr an den Haaren herbeigezogen, als wenn man meint, Huibuk könnte halt mit einem dicken Schlüssel in der Hand durch die Wände gehen. Es ist ziemlich auf demselben Level, würde ich sagen. Ja, klar. Es ist dasselbe, wenn man weiß, halt, Hummeln dürfen gar nicht fliegen, weil die Gesetze der Physik sprechen dagegen. Sie tun es halt trotzdem, weil es hat der Hummel niemand erklärt, dass er nicht fliegen darf. Ja, das ist halt so. Aber nichts machen. Zu dicker Körper, zu kleine Flügeloberfläche, geht gar nicht. Trotzdem. Die Hummeln halten sich nicht dran. Was wir machen. Ja, genau, für was? Nee, ich hab mir wirklich gedacht, so, doch, Geier machst du jetzt erst weg und dann machst du den Schneezombie weg. Und ich hab die der Reihe nach schon alle niedergemetzelt, gedanklich. Ja, es kam dann anders. Aber ich muss zur Ehrenrettung sagen, ich habe ja dann bei dir auch dann auch mitgefiebert. Und ich hab nicht mitbekommen, wie dein Partner gestorben ist. Ich auch nicht. Ich hab es nicht mitbekommen, ohne Witz. Ist mir völlig durch die Lappen gegangen. Und das Coole ist, du rufst ihm auch nur zu, ja, ich werde sterben, ich werde hier erfrieren und hier. Der war schon längst tot. Ja, da war er. Das hast du auch nicht mitbekommen. Keiner hat es mitgekriegt. Auf einmal steht er in der Death Zone. Ich sag, was machst du denn hier? Ja, ich bin erfroren. Ich sag, nee, oder? Das kann ja jetzt nicht wahr sein. Wann das denn? Ich war auch völlig überrascht. Da habe ich gedacht, okay, dann machst du ein Interview. Well, macht's ja noch eine Weile. Wumm, stehst du in Flammen. Ich so, nein, was macht der? Oh, da war es dann aus. Ich stehe eigentlich auf meinem Rucksack, aber ich sehe ihn nicht. Der ist braun, ne? Der ist sehr dunkel. Der ist nicht hellblau. Der ist unglaublich dunkel. Ja, aber ich bin an einem steilen Hang. Oh ich ja, dann guck mal weiter unten. Meinst wenn du, dass der runtergerollt ist? Meinst du, dass der runter? Meinst du, dass der runterrollen kann? Ja. War bei mir auch so, als ich von der Sau umgebracht wurde. Der war auch nicht an der Stelle. Das klingen mag, irgendwo hat da. Oh, da ist er, ja. Doch ein bisschen Physik-Engine drin. Okay, ja, nee, haben wir. Weil gezeigt wird die Stelle, wo du stirbst. Der Rucksack ist aber nachher da, wo er zum Liegen kommt. Das klingt, als ob es einen Scheißdreck interessiert. Was? Nein, es ist. Tut es nicht. Nee, aber es klang gerade so. Wir werden Hummeln von ihrer Figur gemobbt. Nur von Wespen. Ich mag Hummeln, ich finde die voll sympathisch. Ich mag Hummeln auch und ich mag am liebsten Erdhummeln. Ich finde das total putzig, wenn sie in so ein Erdloch sich reinmummeln und dann mit ihren weißen Hintern immer noch so wackeln. Dann so. Ja. Oh, das ist so geil, ich liebe das. Ich kann stundenlang zugucken. Genau, finde ich auch. Das die ist sind schön. Ja auch rötlich, die Erdhummeln. Wovon reden Sie gerade? Erdhummeln. Normale Hummel hat ja einen gelben Poppes. Ja. Und die Erdhummel hat einen roten Poppes. Das ist ein roter Pelz, den die haben. Moment, was sind die mit dem weißen Hintern? Das dürften Hummelkönigin sein. Nee, das können nicht alles Hummelkönigin sein. Ich dachte, sie wären auch Erdhummeln. Aber jedenfalls Erdhummeln sieht das knuffig aus. Erdhummeln haben einen roten Rücken. Und die haben ja auch so einen süßen kleinen Pelz, ne? Ich meine, ich würde ja am liebsten da rumknuffeln, aber die stechen ja sofort, ne? Wenn die sich belästigt fühlen durch so einen großen, dann... Eigentlich nicht. ...gibt Stacheln. Also, dass sich eine Hummel sticht, wird sehr selten vorkommen, weil die Hummel weiß, dass sie so gut wie keine Chancen hat, mit ihrem Stachel durch deine Haut zu kommen. Die müsste quasi mit dem Arsch voraus, mit Anlauf auf dich zufliegen. Du weißt nicht, wozu eine Hummel bereit ist. Hummeln beißen dann eher. Und bevor eine Hummel beißt, warnt die dich auch, also bevor sie irgendwie angreift. Ich glaube, die... Entweder wackeln die mit dem Hintern oder die stecken die Hinterbeine irgendwie in die Höhe. Da ist ohne Scheiß was. Die geben das deutlich eigentlich zu signalisieren. Also häufig kann man so eine Hummel, wenn du Glück hast, kann sie sogar ein bisschen kraulen. Also die rollt sie nicht auf den Rücken. Unsere Mädels. Echt? Übrigens, die mit den weißen Hintern, das sind die ganz normalen Arbeiterhummeln. Ah, okay. Ich hab's gerade geguckt.
Gibt es nicht ungefähr 1 Million Hummeln und Wildbienenarten in so ziemlich allen Farbkombis außer Blau-Pink? Das kann durchaus sein, ja. Ja. Blau-Pink. Wenn jemand einen Frosch mit den Farben sieht, Abstand nehmen. Generell alles, was giftige Farben hat, immer. Hummeln summen vor einem Angriff. Wieso Hummeln summen doch sowieso, wenn sie fliegen, oder? Die Hummel, hat keinen Muskel, um den Stachel auszufahren. Okay. Ich sag, sie können stechen wohl, aber das machen sie also. Das sind sie halt, also. Weißt du, wie Bienen halt auch, ne? Wenn die stechen, sterben sie sowieso dran. Und ich finde, daran erkennt man eigentlich auch schon den defensiven Charakter dieses Tiers. Und wenn du eine Wespe nimmst, die ist ja schon so ausgelegt, dass sie mehrfach, ne? Zustechen kann. Das macht sie, genau. Und das macht sie halt unsympathisch, finde ich. Sie summen lauter, als wer. Draco, ich lasse die ärgern. Der Stachel kann durch die Haut gehen, aber eigentlich sind die nicht dafür ausgelegt. Also ist es schon schwierig für die Hummel. Aber sie wird es probieren. Nur eine dumme Hummel probiert das. Warum zahlen Bienen keine Kirchensteuer? Da fehlt mir ein bisschen der Kontext. Da kommt doch jetzt wahrscheinlich ein Witz draus. Ich hätte ganz gerne die Auflösung. Ich vermute auch. Also das ist in der Aufnahme noch mit drauf. Also kommt, wir nehmen es in die nächste Aufnahme mit rein. Wieso, ist schon wieder vorbei? Nein. Ja, doch, wir haben uns gerade so lange über Hummel unterhalten, jetzt ist die Zeit schon rum. Nein. Doch. 20 Minuten rum. Ach man. Wir klären es in der nächsten Folge auf. Und damit verabschiedet sich Dylan. Und? Und? Nelvaria. Und? Ich auch. Und? Ich. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.